method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. While we the metaphors, we over minds, they glass. Hey Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, da ich ja gerade dran bin, jede Woche mindestens eine Sharingan-Fähigkeit zu erklären, kommt diese Woche das Amaterasu. Und das Amaterasu ist relativ schnell und kurz erklärt. Die einzigen Anwender, die es bis jetzt hatten, waren Sasuke und Itachi. Und es sind Flammen, die 7 Tage und 7 Nächte brennen. Und ist so ziemlich das stärkste Feuer-Jutsu, was es gibt. Es wird auch gesagt, dass es genauso heiß wie die Sonne ist, was krank ist. Und es brennt einfach alles weg. Egal was, man kann damit sogar Feuer wegbrennen. Yeah, es hört sich komisch an, ist aber wirklich so. Und das Amaterasu verschlingt halt irgendwie so ziemlich alles, wo du hinguckst. Wenn du das halt aktivierst und irgendwo mit deinem Mangekyo Sharingan hinguckst, kommt genau da die Flamme hin. Jedoch verbreitet sich die Flamme nicht so sehr, also nicht so schnell. Deswegen kann man das mehr oder weniger noch gut abwehren, wenn man zum Beispiel davon betroffen wird oder so. Wenn deine Kleidung betroffen wird, kannst du noch die Kleidung irgendwie wegwerfen oder sowas und bist davon befreit und sowas. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, dem Amaterasu zu entkommen. Zum Beispiel, wenn man ein Bijuu in sich hat, kann man ein bisschen Chakra einfach abwerfen an der Stelle, wo man getroffen wurde. Oder man kann Sachen wie Izanagi benutzen, Kamui und keine Ahnung was alles. Also die ganzen overpowerten Sachen, die nicht jeder hat. Oder man macht einfach den Raikage-Style und rennt einfach das Körperteil ab, was in Amaterasu steht. Wenn man dann noch mehr Druck auf das Mangekyou Sharingan legt, kann man das Amaterasu sogar noch zurückziehen. Aber es wird halt betitelt als die Flammen, die man nicht löschen kann. Und das ist die einzige Art, es zu löschen halt, indem man halt das mit den Sharingan wieder zurückzieht, sag ich einfach mal. Und ja, wie gesagt, es ist ein schnelles, kurzes Erklärungsvideo. Und ja, mehr gibt es da nicht wirklich zu sagen. Natürlich, es gibt noch das Kagutsuchi, beziehungsweise die Flammenkontrolle oder sowas, wie man es so nennen will. Und damit kann man die hier Amaterasu-Flammen kontrollieren. Aber das ist ein eigenes Erklärungsvideo wert. Vielleicht nächste Woche, mal schauen. Auf jeden Fall wär's das dann mit dem Video hier. Und dann verabschiede ich mich mal aus. Wieder Map.